Hallöchen, ihr Lieben. Guck mal, was mir der Postbote vorbeigebracht hat. Ich habe eine schöne Wolle geschenkt bekommen. Ich weiß leider nicht von wem. Und an dieser Stelle sage ich ein riesengroßes Dankeschön. Und wir wollen mal was Schönes daraus häkeln. Ich vermute mal, das ist Filzwolle. Es fühlt sich so an wie Filzwolle. Deswegen machen wir daraus eine Tasche. Denn wenn die sich verformen sollte, aufgrund der Verfilzung, ist es dann später nicht so schlimm. Heißt bei Kleidung. Denn ob die Tasche größer oder kleiner ist, ist meist relativ egal. Okay, ihr braucht Wolle. Alle Angaben zu Materialmenge und Links zu den ganzen Materialien findet ihr in der Videobeschreibung für die PC-Nutzer unten. Für die Mobilnutzer an irgendeiner Seite. Schaut mal bei euch rein. Ich nutze eine Häkelnadel Nummer 9 mm. Wir brauchen dann später noch eine Wollnadel. Maschenmarkierer brauchen wir zwischendurch und eine Schere und dann kann es losgehen. Wir starten mit einem magischen Ring. Wer damit nicht zurechtkommt, kann auch mit zwei Luftmaschen beginnen und in die erste Luftmasche häkeln. Okay. Den Ring sichern wir mit einer Luftmasche und häkeln 8 halbe Stäbchen in den Ring. Es sollte unbedingt ein Vielfaches von 8 sein. Wenn nicht 8, dann 16. Aber da 16 ein bisschen zu viel ist, bleiben wir lieber bei 8. Okay, also 8 halbe Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 und 8. Dann nehmen wir uns hier den kurzen Faden und ziehen da dran, ziehen ganz fest. Ich gehe mal näher ran, damit ihr das besser seht. Ziehen wir ganz fest und dann schließt sich hier das Löchlein. Und dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche. Ich gehe mal von hinten, das sieht ein bisschen schöner aus. Also ich steche von hinten ein und schließe die Runde mit einer Kettmasche. Ja, also wir arbeiten hier in geschlossenen Runden, nicht in Spiralrunden. Dann setze ich mich hier einen Marker, damit wir wissen, wo die Runde anfängt und wo sie aufhört. Und jetzt sind wir in Runde Nummer 1 und in Runde Nummer 1 werden wir jede Masche zunehmen. Wir machen zuerst eine Luftmasche und dann häkeln wir jeweils 2 halbe Stäbchen durch eine Masche. Also ein halbes Stäbchen in die nächste Masche und ein zweites halbes Stäbchen durch dieselbe Masche. Nochmal. Ein halbes Stäbchen und das zweite auch da rein. Und hier auch 2 rein. Hier 2 rein. So, damit sind wir mit dieser Runde fertig. Jetzt können wir den Maschenmarker rausnehmen und wir schließen die Runde. Ich steche wieder von hinten ein. Also ihr seht hier, es ist eine Masche und hier in die zweite stechen wir ein. So, und eine Kettmasche. Und wir setzen wieder den Marker, damit wir wissen, wo die Runde wieder und wo es aufhört und ich häkle eine Luftmasche für die zweite Runde. In der zweiten Runde nehmen wir jede zweite Masche zu. Das heißt, in die nächste Masche ein halbes Stäbchen. In die zweite Masche 2 halbe Stäbchen.
Okay. So sieht das aus. Hier haben wir nur eine Masche, dann hier zwei und dann wieder ein halbes Stäbchen. Und zwei halbe Stäbchen. Und das machen wir jetzt wieder so weiter, bis wir beim Marker angekommen sind. Hier schließen wir wieder. Und diesen Kreis vergrößern wir jetzt so lange, bis wir die Größe unseres Taschenbodens erreicht haben. Wir häkeln jetzt die zweite Runde hier so weiter, bis wir beim Maschenmarker angekommen sind und schließen diese mit der Kettmasche. In der dritten Runde werden wir jede dritte Masche zunehmen. In der vierten jede vierte Masche, in der fünften jede fünfte Masche und so weiter. Also das geht unendlich weiter. Und das macht er einfach so lange, bis der Taschenboden so groß ist, wie ihr ihn haben möchtet. Also ich zeige es euch, wie es bei mir sein wird, aber ihr könnt auch zum Beispiel nach der zweiten Runde schon aufhören, aber ihr könnt erst nach der 20. Runde aufhören. Es kommt natürlich darauf an, welches Garn ihr verwendet und welche Stärke. Hier, falls ich das Löchlein hier nochmal öffnen sollte, einfach nachziehen. Dann schließt sich das wieder, aber wir vernähen das sowieso nachher nochmal, wenn wir fertig sind. Okay, und wenn ihr dann euren Boden fertig habt, dann machen wir zusammen weiter. So sieht es bei mir inzwischen aus. Es waren insgesamt 8 Runden und jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Basket-Weave-Muster, also mit dem Korbmuster. Und dazu fange ich ebenfalls an, ebenfalls an mit einer Luftmasche. Und was wir jetzt machen, wir hören jetzt an dieser Stelle natürlich mit den Zunahmen auf. Also wir häkeln jetzt nur noch Maschen so, wie sie vorhanden sind und nehmen nicht zu und auch nicht ab. Und jetzt häkeln wir Reliefstäbchen. Für alle, die nicht wissen, wie Reliefstäbchen gehen, schaut bitte auf der Webseite wikipedia.de vorbei und schaut in den Grundkurs. Und zwar werden wir das so machen, wir werden 4 Maschen im Relief häkeln und 4 Maschen ohne. Also, das nächste Reliefstäbchen geht hier um die nächste Masche, um das nächste halbe Stäbchen. Das ist hier unsere nächste, deswegen ich ziehe das mal auseinander, damit ihr das richtig gut seht. Und hier gehe ich drunter um die ganze Masche und häkle mein Reliefstäbchen. Und dann ein zweites. Und ein drittes. Und ein viertes. So, und dann folgen 4 normale halbe Stäbchen. Und zwar sehen wir diese hier. 1, 2, 3 und 4. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt müssen wir gucken, jetzt folgen wieder Reliefstäbchen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir ein Vielfaches von 8 gebraucht haben. 4 und 4 ergibt 8. So, jetzt müssen wir schauen. Jetzt brauchen wir wieder 4 Reliefstäbchen. Und hier war unser letztes Reliefstäbchen. Jetzt zählen wir hier unten ab. 1, 2, 3, 4. Das heißt, das nächste folgt um dieses hier. Okay. Es ist wichtig, dass ihr das abzählt. Sonst gelangt ihr eventuell auf eins, was davor oder danach ist und dann kommt ihr nicht mehr mit eurem Zählen raus. Dann kommt das Muster nicht mehr raus. Also ihr habt dann eventuell ein nicht passendes Muster, was nicht aufgeht. Okay, dann noch ein zweites Reliefstäbchen, drittes und ein viertes. So, jetzt folgen wieder halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder Reliefstäbchen und wir zählen wieder mit. Also hier bei unser letztes Reliefstäbchen hier 1, 2, 3, 4. Das nächste wird also hier dran kommen. 1, 2, 3 und 4 und so weiter. Also das ist das Prinzip und so machen wir es, bis wir wieder beim Marker sind und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.
So sieht die erste Runde aus. Wir haben begonnen mit Reliefstäbchen und wir müssen unbedingt mit halben Stäbchen enden. Sollte das bei euch jetzt nicht unbedingt so rauskommen, solltet ihr jetzt mit Reliefstäbchen begonnen haben und mit Reliefstäbchen enden, nicht in Panik ausbrechen. Ihr habt höchstwahrscheinlich irgendwo einen Zunahmefehler drin oder einen Zählfehler hier. Das macht nichts. Unterwegs könnt ihr auch ein paar Maschen überspringen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier die Reliefstäbchen häkelt, könnt ihr auch statt da anzufangen, dann einfach eins weitergehen oder eins vor, je nachdem, wie ihr euer Muster anpassen wollt. Also das ist, wie gesagt, kein Weltuntergang. Ihr müsst jetzt nicht alles aufmachen und nochmal neu machen, sondern schaut einfach, wie kommt ihr raus. Kommt ihr auf diese vier halben Stäbchen oder nicht? Wenn nicht, passt es hier kurz an. Das sieht man im Nachhinein sowieso nicht. Okay, Runde Nummer 2. Beginnen wir mit einer Luftmasche. Und wir machen ein Reliefstäbchen über das vorhergehende Reliefstäbchen. Also hier war unser vorheriges, da gehen wir jetzt drunter und häkeln darüber ebenfalls ein Reliefstäbchen. Und das vierte. Und dann folgen wieder halbe Stäbchen. Und zwar vier Stück. Und hier folgen wieder Reliefstäbchen. Und danach wieder halbe Stäbchen und so weiter. Also im Wechsel Relief halbe, bis wir wieder beim Marker sind. Und dann fangen wir wieder die neue Runde an und das Ganze wiederholen wir viermal. Ihr könnt auch ein langgezogenes Basket Weave machen und 5, 6, 7 oder 8 Runden häkeln, je nachdem, wie euer Basket Weave aussehen soll. Also unseres wird eher quadratisch sein, also wir werden quadratische Kästchen haben, deswegen 4 Runden. Und dann sehen wir uns wieder. So sieht's aus nach 4 Runden. Und hier sehen wir schön die Reliefflächen. Und hier zwischen nur die halben Stäbchen. Was wir jetzt machen für die nächsten 4 Runden, wir wechseln das Ganze. Also da, wo jetzt die Reliefstäbchen sind, da werden wir jetzt die halben Stäbchen häkeln. Und wo die halben Stäbchen sind, die Reliefstäbchen. Und das machen wir folgendermaßen. Ich beginne wieder mit einer Luftmasche für die Runde. Und wir häkeln hier über die 4 einfach unsere halben Stäbchen. Nummer 3 und Nummer 4. So, und hier bei diesen 4 häkeln wir die Reliefstäbchen. Hier folgen wieder die halben Stäbchen, 2, 3, 4 und da wieder die Reliefstäbchen. Ja, und ihr seht hier, jetzt findet ein Musterwechsel statt. Jetzt wechselt es hier von den Relief zu den halben, von den halben zu Relief. Und das häkeln wir dann so weiter, bis wir wieder beim Marker sind, wieder Runde abschließen und häkeln dann noch 3 Runden mit dem Muster, so wie es ist. Also praktisch so, wie wir das vorher gemacht haben. Da werden die halben Stäbchen über die halben Stäbchen und die Reliefstäbchen über die Reliefstäbchen gehäkelt. Und nach 4 Runden wechseln wir wieder. Und das wiederholen wir die ganze Zeit. Also alle 4 Runden wird gewechselt. Und dann häkelt ihr das einfach so lange hoch, bis eure Tasche lang genug ist. Aber lasst noch genug Platz für die Henkel. Die wollen wir nämlich auch noch machen. Oder Träger oder wie auch immer ihr das nennen wollt.
oder Handöffnungen. Dann zeige ich euch nämlich noch, wie das geht und dann sind wir auch schon fast fertig. Also jetzt einfach in die Höhe, in dem Muster weiter, alle 4 Runden wechseln. So sieht es inzwischen aus. Ich habe 3 Musterwiederholungen gemacht und jetzt wollen wir die Tasche ein bisschen schmaler machen. Also die geht ja von unten, geht sie ja nach oben hin, wird sie immer weiter und das Ganze wollen wir etwas schmaler machen. Und das schaffen wir, indem wir jedes Mal am Rand eine Abnahme häkeln. Ich fange jetzt an mit einer neuen Runde und häkle gleich hier am Anfang eine Abnahme. Und dazu mache ich eine unsichtbare Abnahme und gehe durch die nächsten beiden Maschen und häkle dann nur noch 2 halbe Stäbchen, sodass wir hier am Rand insgesamt nur 3 halbe Stäbchen haben. Der Rest geht wie gewohnt, also 4 Reliefstäbchen. Dann wieder 4 halbe Stäbchen und so weiter. Also das Muster setzt ihr genauso fort. Jetzt falten wir das nochmal und dann machen wir hier ebenfalls eine Abnahme. Also es ist vollkommen egal, ob jetzt halbe Stäbchen kommen oder Reliefstäbchen. Wir machen einfach immer an den Seiten eine Abnahme jede Runde und das macht ihr so lange, bis eure Tasche den schmale Grad erreicht hat, den ihr möchtet. Ihr könnt das Ganze natürlich auch weglassen. Also wenn euch das so gefällt, wie es ist, könnt ihr das auch einfach weiterhin nach oben hin häkeln. Wenn eure Tasche lang genug ist, werden wir eine Runde nur halbe Stäbchen häkeln. Also ihr fangt an und häkelt eine Runde überall drüber. Ihr braucht nicht mitzählen, nicht abnehmen, nicht zunehmen. Einfach pro Masche ein halbes Stäbchen rundherum. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr wieder beim Marker seid. Nun habe ich Marker gesetzt und zwar 4 Stück. 2 vorne und 2 hinten. Das werden unsere Henkel sein. Wie ihr die Marker setzt, ist euch überlassen. Wenn der Abstand größer ist, wird der Henkel natürlich größer oder der Griff größer. Wenn der Abstand kürzer ist, wird auch der Griff kürzer. Und ich fange diese Runde ebenfalls mit einer Luftmasche an und wir häkeln halbe Stäbchen, also jetzt bleiben wir bei halben Stäbchen bis zum Schluss und wir häkeln bis zu unserem nächsten Marker. Ich nehme die Stelle vom Marker ebenfalls mit. Und dann schauen wir mal, wie viele Maschen haben wir hier zwischen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir häkeln jetzt 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und machen beim nächsten Marker weiter mit unseren halben Stäbchen. Und genau so machen wir es auch auf der anderen Seite. Also wir häkeln jetzt hier unsere halben Stäbchen weiter und werden das genauso mit Luftmaschen überhäkeln. So sieht jetzt die Öffnung aus. Und dann zeige ich euch in der nächsten Runde, wie wir darüber häkeln. Okay, wir sind jetzt in der nächsten Runde und beginnen diese wieder mit einer Luftmasche und häkeln unsere halben Stäbchen. Und jetzt häkeln wir über diese Luftmaschenkette. Wir hatten hier 7 Maschen und wir häkeln hier auch drunter wieder 7 halbe Stäbchen rein. Also 1, 2, 3, 4, 5,
und 7 und machen dann da weiter mit halbem Stäbchen. Dann sieht das Ganze so aus. Ich zeige euch das mal mit weißem Hintergrund. So. Die andere Seite machen wir natürlich genauso. Und jetzt häkeln wir einfach in die Höhe. Also danach häkelt ihr durch diese Maschen dann ganz normal einfach nach oben, bis eure Tasche komplett fertig ist. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und war hilfreich. Wenn es so war, dann teilt es mit anderen und gebt der Anleitung einen Daumen hoch. Abonniert den Channel, damit ihr kein Video verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.